Wir kommen zu den Tagesenergien für Mittwoch, den 8. Februar 2023. Ich begrüße euch ganz herzlich. Hoffe, es geht allen gut. Freue mich, dass du dabei bist und schauen wir mal, was das Universum uns mitteilen möchte. Was kommt am Mittwoch auf uns zu, Spirit? Welcher Impuls ist da wichtig? Schwung und Freude, du kommst leicht voran, nutze diese Energie. Das freut mich, dass diese Karte, der erste Impuls hier ist, der hier auf dem Tisch landen möchte, weil wir haben jetzt alle seit Anfang des Jahres, ne, dieses hoch und runter, aber so die Tendenz war ja doch ein bisschen schwerfällig bis Anfang dieser Woche. Nach meinem Empfinden. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Und es scheint jetzt aber so zu sein, dass der Schwung des Universums so langsam auf uns niederprasselt und die Freude mal wieder an erste Stelle treten darf. Du kommst leicht voran, nutze diese Energie. Also wenn du ein bestimmtes Projekt im Kopf hast, dann ist heute ein guter Tag, diese Energie, die da, ne, auf dich niederprasselt, zu nutzen. Ja, was soll ich sagen? Du kommst leicht voran, du musst dir nichts erkämpfen. Das, was du dir vornimmst, das geht heute ein bisschen lockerer, flockiger über die Hand, wie vielleicht vor ein paar Tagen noch. Nehmen wir noch eine weitere Karte mit. Ne, ein Engelchen soll es sein. Es geht um eine Bestimmung, folge dem Stern deines Lebens, dann wirst du an Scheidewegen die richtigen Entscheidungen treffen. Ja, und da erzähle ich ja häufig was von. Ich glaube ganz fest daran, dass man mit so einem bestimmten Lebensplan in diese Welt kommt. Und dieser Lebensplan, der darf sich erfüllen. Es sei denn, ne, man ist da wirklich betriebsblind und schaut dran vorbei. Ich glaube, dass viele hier im Kollektiv schon eine Bestimmung haben, als Erdenengel aktiv zu werden auf ihre Art und Weise. Es schlummern viele Talente in euch und diese Talente dürfen an die Oberfläche geholt werden, vielleicht noch ein Stück weit mehr, um diese Welt zu einem etwas besseren Ort zu machen. Ja, und heute könnte eine Entscheidung anstehen, dahingehend. Es gibt auch Seelenverträge, wo eine bestimmte Intention hintersteht. Wir gucken mal, was es denn heute gehen möchte. Spirit, der Mittwoch. Was kommt da auf uns zu? Wie sind die Energien? Wenn du reflexartig deinen Impulsen folgst, ne? Manchmal denkt man ja an nichts Bestimmtes und bekommt so einen Geistesblitz, dann ist das ein Hinweis des Universums, da mal genauer den Blick drauf zu werfen und diesen Reflexen, diesen Impulsen zu folgen, denn dadurch möchte das Universum dich auf deinen Weg aufmerksam machen. Wenn du das Ganze aber zerdenkst und Sorgen und Kummer dir da im Weg stehen, dann ist das natürlich so eine Sache, die dich aufhält. Heute bekommst du den nötigen Schwung und vielleicht auch den nötigen Mut, da mal ein bisschen vorwärts zu gehen und deiner Leidenschaft zu folgen. Fang an, immer mehr Dinge in dein Leben zu holen, die du leidenschaftlich gerne machst, wo dein Herz aufgeht. Ja, und heute ist ein Tag, der dich dazu einlädt. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Abonnieren, fürs Kommentieren. Lass mal liebe Grüße da und gerne bis morgen. Bis dahin.